Günther Jauch, einer der berühmtesten und beliebtesten Fernsehmoderatoren Deutschlands, hat ein Leben voller Freuden und Sorgen. Günther Jauch wurde am 13. Juli 1956 in Münster in eine Familie mit langer Medien- und Produktionstradition geboren. Sein Vater, Ernst Alfred Jauch, war ein berühmter Journalist, der eine beeindruckende Karriere im katholischen Journalismus hatte und auch als General im Zweiten Weltkrieg diente. Jauchs frühe Jahre verbrachte er in Münster, bevor die Familie nach Berlin zog, wo er aufwuchs und gute Erinnerungen an die Villa Lichterfelde hatte. Jauchs berufliche Laufbahn begann mit einem Jurastudium. Anschließend studierte er Politik und Neuere Geschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Seine Karriere nahm jedoch schnell eine Wendung, als er ein berühmter Fernseh- und Radiomoderator wurde. Jauch ist auch ein renommierter Produzent und Journalist. Auf dem Höhepunkt seiner Karriere lernte Jauch die Physiotherapeutin Thea Sieler kennen und verliebte sich in sie. Nach mehr als 18 Jahren gemeinsamen Lebens heirateten sie 2006. Sie haben selbst zwei Kinder und haben zwei Waisenkinder aus Russland adoptiert. Die Familie ist die größte Quelle der Ermutigung in Jauchs Leben und bringt ihm grenzenlose Freude und Glück. Doch wie viele andere berühmte Persönlichkeiten war auch Jauch mit Herausforderungen und Trauer konfrontiert. Das Arbeitsleben und der Druck der Medienbranche sind nicht immer einfach. Misserfolge und Arbeitsdruck können ihr Familienleben erschweren. Auch wenn es schwierige Zeiten gab, wusste Günther Jauch die glücklichen Momente des Lebens immer zu genießen und unterstützte seine Familie mit ganzem Herzen. Mit einer beeindruckenden Karriere und einem glücklichen Familienleben ist Jauch der Beweis dafür, dass er sich jeder Herausforderung stellt und dennoch optimistisch und glücklich bleibt. Bei allem Erfolg und Ruhm ist Günther Jauch eine Ikone der deutschen Medienbranche und ein Mann mit einem bewundernswerten Privat- und Berufsleben. Günther Jauch ist nicht nur ein hervorragender Moderator, sondern auch ein einflussreicher Produzent und Journalist. Er ist bekannt für viele erfolgreiche Fernsehsendungen, darunter Wer wird Millionär? Wer wird Millionär? Deutsche Version der berühmten TV-Show Wer wird Millionär? Mit seinem freundlichen Moderationsstil und seiner ernsthaften Unterstützung der Teilnehmer hat Jauch Millionen von Zuschauern angezogen und ist zu einer Ikone des deutschen Fernsehens geworden. Allerdings ist der Erfolg nicht einfach. Günther Jauch musste sich beruflich, insbesondere in seiner Rolle als TV-Moderator, und den strengen Anforderungen der Medienbranche großen Belastungen stellen. Der Ruhm stellt ihn manchmal auch vor persönliche und familiäre Herausforderungen. Trotz großer beruflicher Erfolge und einer glücklichen Familie hat Günther Jauch im Leben auch Misserfolge und Herausforderungen erlebt. Zu diesen Momenten können Zeiten gehören, in denen man mit Arbeitsdruck zu kämpfen hat, oder Zeiten des Schmerzes aufgrund eines Verlusts im Leben. Familienliebe und Glück waren schon immer der größte Dreh- und Angelpunkt im Leben von Günther Jauch. Er fand einen treuen Begleiter in seinem Leben und baute eine starke Familie auf. Die Wärme und das Glück seiner Familie halfen ihm, alle Schwierigkeiten zu überwinden und seine Karriere weiterzuentwickeln. Günther Jauch ist nicht nur wegen seines beruflichen Erfolgs eine berühmte Persönlichkeit, sondern auch wegen seines Mitgefühls und seiner Leidenschaft für seinen Beruf. Er ist ein Vorbild an Hingabe und stellt sich jeder Herausforderung mit Gleichmut. Die Karriere und das Privatleben von Günther Jauch belegen, dass mit Willen und Ausdauer jeder Traum verwirklicht werden kann. Günther Jauch war nicht nur als Fernsehmoderator erfolgreich, sondern auch als einflussreicher Produzent. Er hat viele weitere erfolgreiche Fernsehsendungen wie Stern TV und andere Sendungen bei RTL und ARD gemacht. Seine Karriere basiert auf hoher Professionalität und der Fähigkeit, sich flexibel an viele Programmgenres anzupassen.
Trotz seines Erfolgs kann sich Günther Jauch den Herausforderungen und Belastungen der Arbeit nicht entziehen. Die Medienbranche erfordert kontinuierliche Anstrengungen und die Fähigkeit, dem großen Druck seitens der Öffentlichkeit und der Produzenten standzuhalten. Ruhm geht auch mit großer öffentlicher Aufmerksamkeit und Kritik einher, was manchmal großen psychologischen Druck auf berühmte Personen ausüben kann. Günther Jauch ist nach vielen Jahren des Zusammenlebens mit Thea Sieler verheiratet, hat seinen wahren Partner gefunden und eine glückliche Familie gegründet. Sie haben selbst zwei Kinder und haben zwei Waisenkinder aus Russland adoptiert, was ihre Großzügigkeit und Freundlichkeit zeigt. Die Familie war ihm immer eine starke Stütze und half ihm, alle Schwierigkeiten im Leben und in der Karriere zu überwinden. Wie jeder andere hat auch Günther Jauch in seiner Karriere Misserfolge und Fehler erlebt. Er weiß jedoch immer, wie man aus Fehlern lernt und den nächsten Herausforderungen gestärkt entgegentritt. Seine Entschlossenheit und Geduld waren wichtige Faktoren, die ihm halfen, Schwierigkeiten zu überwinden und voranzukommen. Günther Jauch ist nicht nur eine Ikone der deutschen Medienbranche, sondern auch ein Mann mit einem glücklichen Familienleben und einer beeindruckenden gleichzeitig betroffen hat. Ich glaube, Sie werden viele Lehrkräfte finden, die dann zu ihren Schulverwaltungen gehen werden und sagen, Mensch, ich bin jetzt eben vom Vermittler von Unterrichtsstoff geworden zu einem Coach, zu einem kreativen Designer von neuen Unterrichtskonzepten und mir ist auch wirklich viel gelungen. Ich habe auch gelernt, mit meinen Kollegen mich auszutauschen und gemeinsam neue Dinge zu arbeiten. Können wir nicht unsere Arbeitsumgebung umbauen? Also ich glaube, da wird sehr, sehr viel, eine sehr hohe Erwartungshaltung sein. Ne? Ja, ich meine, bemerkenswert ist natürlich auch hier so ein Punkt, der ziemlich hoch gewotet wird. Also Stress wegen Ausfall von Schule, von Lehrkräften, Quarantänemaßnahmen, vielleicht gehen jetzt gar nicht mehr ganze Klassen in die Quarantäne, sondern einzelne Schülerinnen und Schüler, Bildungsungerechtigkeiten, das ist sicherlich ein bemerkenswerter Punkt hier. Absolut, ich glaube, das ist die große Herausforderung dieser Pandemie, dass sie eben soziale und auch andere Unterschiede enorm verstärkt hat. Und das lässt sich sehr, sehr schwer wieder ausgleichen. Ne? Da sind Schulen in Deutschland auch nicht gut aufgestellt, muss man ehrlich sagen. Also Schulen in Deutschland tendenziell verstärken die Ungleichheiten und reduzieren sie nicht. Ne? Und ich denke, da muss man die Anstrengung verdoppeln. Und unabhängig von diesen Umfragen noch eine eigene Frage, weil dieser Begriff, der bei Ihnen sehr zentral in den Vorträgen ist, nämlich der des Growth Mindsets. Ist es so und warum kann denn das der Fall sein, dass wir in Deutschland so eine Schwierigkeit haben? Tatsächlich diese Idee, wir können vieles erreichen, sondern eigentlich häufig im Bildungssystem eher das Gegenteil, nämlich sortieren. Wo ist da der Kern im deutschen Bildungssystem? Ja. Ja, ich glaube, da haben Sie selbst die Antwort gegeben. Also das Bildungssystem in Deutschland reagiert auf die Verschiedenheit der Schüler oft, indem es die Bildungsziele nivelliert. Also eben hier hat ein Schüler im vierten Schuljahr nicht so ganz viel erreicht, dann schicken wir den Schüler lieber auf eine Schulform mit geringeren Anforderungen. Ich glaube, das macht sich natürlich bei den Schülern bemerkbar, das merken die Schüler sich. Genauso passiert das in den Klassen, da werden dann A, B, C-Gruppen eingerichtet. Also man ist sehr schnell dabei, im Grunde auf die Heterogenität der Lerneinstellung, Lernleistung mit einer Fragmentierung im Angebot zu das können wir im Grunde auch jetzt ganz gut schon wissenschaftlich nachweisen, das führt so, das verankert sich sehr schnell.